herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War mit Makedonien. Es ist ziemlich eindeutig, aber ja, es ist eine kurze Schlacht, deswegen wollen wir sie mal schlagen. So. Also, die Armee hätte uns in freier Wildbahn, wie sie jetzt macht, also, ja, in der Stadt hätte ich sie einfach überrannt und hier ist es schwieriger. Aber finde ich gut, dass der wirklich uns entgegenkommt, weil so kann er noch seine Stärke ausspielen. So. Uiuiui, okay. Der hat sich sehr, sehr breit aufgestellt. Das muss man ihm lassen. Also, man muss ihm lassen, dass das die richtige Aufstellung ist. So. Okay, von da kommen meine Verbündeten. Ups. Ich tapp immer raus, das ist echt nervig. Ich werde mich mal hier aufstellen. Die da auf der rechten Flanke, die da auf der linken. Die da schön in der Mitte. Schildträger zum Einsatz! So, und Nahkampftruppen erwachsen so. Und die beiden sind auf der rechten Flanke. Reiterei! General! So. Und dann warte ich mal auf meinen Kumpel hier. Und die, warte. Die mache ich mal. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Auf Nummer 1. Ah, der hat sogar hier Verteidigungsmaßnahmen. Aber das bringt ihm relativ wenig. General! Ja, aber ich habe alle Zeit der Welt. Okay, also die Mitte lasse ich frei. Ich werde jetzt mit der zweiten Armee, werde ich jetzt seine linke, beziehungsweise seine rechte Flanke und mit meiner rechten seine linke Flanke angreifen. So. Gut, dann stelle ich die mal geordneter auf. So. Die Kavallerie wird komplett hier Aufstellung beziehen. Die sind hier. Die sind da. Also hier habe ich ja viele. Hier habe ich ja viele Fernkämpfer. Krass. So. Okay, ich werde auf jeden Fall versuchen, die Steinschleuderer hier schnell auseinanderzunehmen und dann mit der Kavallerie einen Angriff von hinten starten. Voll gemein gefährlich. Flup, 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 flup. Seid ihr fertig? Auf Platz? Sie sind fertig. Ah, noch nicht ganz. Ich mache hier auf der rechten nur einen hin, weil hier ist etwas, was ihn aufhalten wird. Deswegen. So, das da wird auch zur Nummer 2. So. Was heißt hier auch? Also die 1 marschiert jetzt mal vor, teilt sich dann hier auf.
und schließt sich dann wieder. Der geht hier hin. Das sehr krasse war bei den Patern, beziehungsweise bei den östlichen Völkern, waren die Pferde. Also die Pferde waren extrem wendig, also ihr kennt sicher alle die Araber, also Araber-Pferderasse. Und die waren extrem schnell, extrem wendig und hatten extrem viele Vorteile, den zum Beispiel jetzt wieder den römischen Kavalleristen, weil das waren Kriegspferde und die waren konnten extrem viel. Sieht schon irgendwie cool aus. Extrem viel und schnell rennen. Die konnten extrem viel schleppen, extrem lange, waren ausdauernd, aber waren überhaupt nicht schnell. Und das war ein großes Problem. Und die haben einfach die die konnten einfach die die Kavallerie von den östlichen Völkern nicht einnehmen, aufhalten oder so. Ne? Irgendwie sowas. Ah, das ist eine Schwefelgrube, okay. Okay, hier warte ich mal, bis alle die Plätze eingenommen haben. Okay, er wird sich jetzt auch ein bisschen was ist das jetzt? Top-Kavallerie bereit! Die Bogenschützen noch nicht schnell. Der teilt sich jetzt, glaube ich, auch auf. Verstanden! Nein, das habe ich nicht gesagt. Eine schöne Aufstellung hat er da. Unser General wird angegriffen! Jetzt schon krass. So, jetzt laufen wir ein bisschen in den Rücken. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So.
Jetzt halte ich hier rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alle bitte rennen. So, jetzt können die näher kommen. Unser General ist gefallen! Ja, natürlich ist er gefallen. Gut. Gefecht, Ben. Sein General habe ich ja ziemlich früh schon erwischt, aber natürlich, ich habe knapp 500 verloren von 3600 und natürlich ist mein General dabei, ne? Ja, genau. Ach, immer dasselbe hier. Zweite. Aber das war ein normaler, glaube ich. Also der war noch nicht so. Hoffe ich zumindest. Gut, öffentliche Ordnung weniger, Gravitas. Wohlstand durch die Kultur. Der ist schon mal geil. Der hat 8% Chance auf Verwundung feindlicher. Das ist gut. Der hat zu viele negative Fraktionen vernichtet. Das ist schon mal sehr gut. Super. Genau, hier noch. Ach, das kann ich noch nicht. Der kommt weg. Der kommt. Ja, da kommt eine Kuh hin. So, das habe ich auch diese Runde schon gemacht. Dann schauen wir mal. Oh, da können wir noch was ändern. Auch wenn es nicht wirklich was bringt. Es kostet halt nur Nahrung, aber Nahrung haben wir genug. Genau. So, dann würde ich sagen, bekommt sie nix, weil sie erstmal Richtung rum marschiert. Kinder des Zeus bekommen auch nix und wir sind fertig. So, ich muss mal kurz was auf WhatsApp
schreiben. Großzügigkeit zwischen Freunden ist eine gute Sache. Beide Seiten schlagen. Ja, Großzügigkeit, ne? Genau. Ein edler Tod schon wieder. Agent erholt, Agent natürlicher Tod, Politiker, Mission erteilt. Überfallt die Siedlung. Oder Handelsroute der Fange. Nee, warum? Ich erwarte eure Befehle. So. Dann wieder Kavallerie. Entschuldigung, ich muss das noch schnell fertig schreiben. Die ist gerade wichtig. So, gut, Entschuldigung. Jetzt geht's nach Atacunquana. Okay. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Dann holen wir doch mal meine zweite Armee dazu. Ich hole mir zwei Türme dazu und spiele dann die Schlacht. So, dann schauen wir mal hier hoch. Ah, die sind wieder geheilt. Ah, ganz ohne Schmarrn. Wie hat der Level 4er die gekillt? Das ist doch... Fanny, schau mal, 75% Chance, das Ziel durch ein Attentat zu töten. Und dann plus Chance bei allen Aktionen. Also habe ich schon quasi rein theoretisch 85%. Alter. Wie hat der das gemacht? Das hätte er ja gar nicht machen können. So. Wie geht's jetzt da weiter? Sie sollten vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ja, ich nehme den trotzdem mal mit, wegen Erfahrung. Oh, jetzt haben beide Erfahrungen bekommen. Yes. Gut. Level 7. Alexanders Vermächtnis ist schon Level 7. Das ist sehr schön. Bewegungsgeschwindigkeit für alle Einheiten. Das ist natürlich super. Ich könnte auch Erfahrungsrang machen. Nahkampfangriff. Moral ist. Also das da ist eigentlich auch immer super. Also erstens Moral und dann Verstärkungsrate. Oder ich mach mal das, damit die schneller sind und weiterkommen. So, er bekommt hier. Geheimaktion. Das wird wieder ein geheimer Typ. Geheimaktion. Hm.
Nochmal Geheimaktion. Dann hat er jetzt schon 5. Das ist gar nicht schlecht. So, er bekommt auch was. Hubschrauber, Schraub. Dann, Nachtgefecht. Kann ich euch behilflich sein? Verstecke mich von mir. Wie kann... So, hier greife ich dann nichts. Okay. Ah, der hat schon 15. Ja, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Also nicht mit der Armee. So. Genau, dann meine Agentin quasi. Und dann geht's weiter. Ja. Ah, die nächste Armee. Und jetzt kommt der dritte. Der greift mit. Also, man muss immer aufpassen. Also, er kennt ja meine Armee. Und, daher kennt er auch meine Bogenschützen. Ich habe 7 Bogenschützen. Und alle 7 können Feuer, also Brandpfeile schießen. Und der greift mit einer Armee an, die insgesamt 3 Elefanten hat. Wenn, also er könnte es so machen, dass die relativ spät angreifen, so dass ich nicht die Chance habe, Zielenraserei zu bekommen. Aber wenn das schlecht macht, dann ja, werden die sehr viel von ihm selber aufreiten. Also immer aufpassen, wenn man mit Elefanten angreift. Immer schauen, dass der Gegner so wenig Fernkämpfer wie möglich hat. So, aber diese Schlacht werden wir auch erst das nächste Mal anschauen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye.